Alter, was geht ab, Leute? Wir fangen das Video an mit einem wilden Amphoros. Also ich weiß noch, wo ich mein erstes Amphoros gefangen habe. Schlechter Wurf. Grüße gehen raus an Felix. Es hat geschüttet und wir sind da. Ja, es war nicht Wald. Wir sind da so diesen Weg entlang gelaufen. Also er musste parken und dann müssen wir zu Fuß laufen, noch ein Stückchen. Nur für ein wildes Amphoros. Ja, heute endet das Osterevent Extravaganza. Letzte Chance auf ein Shiny Haspigo. Hier sind zwei sogar. Shiny Check? Nein. Kein Erfolg. Nummer zwei? Natürlich auch nicht. Ich zeige euch mal den Pokédex, wie viel ich habe. So, wir haben 1660 gesehen. Also schon eine Menge angeklickt und auch eine Menge gefangen, aber bisher noch keiner dabei gewesen. Ansonsten kann man hier. Oh, der ist glaube ich neu. Ansonsten kann man natürlich ein Ticket jetzt kaufen oder sich bewerben, aber nur für Chicago. Mach ich aber trotzdem mal, weil man weiß ja nie, vielleicht habe ich ja Bock. Dann angemeldet. Auf Dortmund warten wir natürlich noch, wird wahrscheinlich demnächst freigegeben. Aber mal schauen, vielleicht fahren wir nach Chicago. Ich habe hier noch ein 10-Eier am Start. Es gibt Doppelbonbons. Ich musste den brüten, weil der ist einfach gekommen. Ach, Dratini, nicht Shiny. Nicht 100. Naja. Shiny Check, Moment. Nee. So, das Event ist vorbei. Moment. So, das Event ist vorbei. Ich war gerade im Livestream, die letzte Stunde des Events nutzen. Ich habe jetzt noch mein Shiny bekommen, überraschenderweise heute noch bekommen. War schwach, typisch, einfach das Schlechteste vom Schlechtesten für mich. Aber Hauptsache Shiny. Ich möchte noch ein bisschen was zu den Shinies sagen in dem Video hier. Aber davor eine kleine, ja nicht Ankündigung, eine kleine Suche. Steckbrief, Wanted, Dead or Alive. Ich suche den Spieler Fungilex, gelb, aus München, läuft mit Schildzagusser rum. Ist Level 36. Eine Freundin von mir ist mit dem Typen Glücksfreunde geworden, aber sie hat keine Ahnung, wer das ist. Keine Möglichkeit für Kontaktaufbau, zum Treffen, zum Glückstauschen. Deswegen suche ich diesen Spieler. Falls ihr den kennt, falls du das gerade schaust, melde dich bitte bei uns. Aber jetzt quatschen wir über Shinies und Haspigor und Latios und Lapras und Podrot. Über die vier, das sind eigentlich sehr gute Beispiele. Ich habe jetzt mein Haspigor noch bekommen. Ich habe mich schon angestrengt. Wann hat die Shiny-Jagd angefangen? Samstag. Es waren jetzt Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, 3,5 Tage, wo ich echt den gejagt habe. Zuerst einmal, also als ich ihn bekommen habe, also es ging eigentlich gar nicht um das Shiny an sich. Also ich habe mich nicht wirklich gefreut, dass ich ein Shiny gefangen habe, sondern es war eher so ein Kampf gegen Niantic. Und als ich das Shiny bekommen habe, Shiny Haspigor, mein erster Gedanke war nicht, Alter, geil, endlich habe ich das Shiny, sondern mein erster Gedanke war, fuck you, Niantic. Ich weiß gar nicht, ob ich mit diesem Gedanken alleine bin oder ob mehrere Leute so denken. Aber auch bei den Latios Raids zum Beispiel. Ich habe halt meine Grenze erreicht, mein Limit. Das waren so um die 40, 50 Raids. Und klar hätte ich noch weiter raiden können. Ich hätte mehrere 100 Raids machen können. Und irgendwann natürlich, mathematisch gesehen, wäre irgendwann ein Shiny gekommen. Aber für mich war das halt, will ich nicht. Ich will nicht so viele Raids ausgeben, so viele Pässe. Nur für dieses eine Shiny halt. Das war es mir halt persönlich nicht wert. Es gibt schon dieses Trotzgefühl, dieses, man will schon, nicht unbedingt, weil man das Shiny haben will, sondern weil man nicht will, dass Niantic gewinnt. So wie im Poker, man ist halt schon ein bisschen committed, man hat schon eine gewisse Zeit und Mühen und was weiß ich, da investiert. Und dann denkt man sich, ja, jetzt will man halt nicht kneifen. Das ist halt so ein Ausdauerspiel gegen Niantic. Ich weiß nicht, ob ich das so gut erklären kann, ob andere Leute auch so fühlen wie ich. Es geht mir persönlich echt nicht um das Shiny an sich. Weil ich bin ja nicht der große Shiny-Jäger. Sondern irgendwann kam halt der Moment, wo ich mir dachte, ja, ich gegen Niantic halt. Die wollen halt mich auf die Probe stellen. Das ist ein Kampf, ein Ausdauerkampf. Und ich will halt nicht kneifen. Ich war ja nicht von Anfang an auf der Jagd nach einem Shiny-Haspigor. Samstag bin ich auf Shiny-Jagd gegangen, wegen Podrot. Also Podrot bin ich mit Absicht auf Shiny-Jagd gegangen, weil das ist ein Safari-Zone-Shiny. Das ist ein bisschen anders. Das hat eine andere Kategorie. Diese Shiny Spawn halt öfters, sind halt wahrscheinlicher zu bekommen. Dementsprechend nutze ich das eigentlich schon gerne. Seedle Pokémon, Seedle Shinies kriegt man ja eigentlich immer safe.
Also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man am SeaDeck keinen Shiny bekommt. Und Safari-Zone-Event-Shinies kriegt man eigentlich auch immer. Außer man heißt Hong. Weil Wingo habe ich nicht bekommen und Ento nicht. Aber Pinsy habe ich eine Menge bekommen. Jetzt Potrot, Minun und Plusso habe ich bekommen. Die sind halt in einer anderen Kategorie und einfach häufiger. Und an sich kriegt man die eigentlich schon immer. Und jetzt kommen wir halt zu den normalen Event-Shinies. Wo zum Beispiel jetzt in den Kommentaren so viele, und auch in den ganzen Gruppen, so viele sich den Arsch aufgerissen haben. Mehrere hundert, fast tausend Shiny-Checks gemacht haben, angeklickt haben. Ja, und nichts ist dabei rausgekommen. Das ist halt schon sehr leidend. Und ich war jetzt auch, wie gesagt, die letzten 3,5 Tage auf Shiny-Jagd die ganze Zeit nur angeklickt. Und sehr oft in der Zeit habe ich mir gedacht, Alter, eigentlich will ich gar nicht. Ich würde jetzt sehr gerne Arenen machen in der Zeit. Aber, wie gesagt, ich wollte halt diesen Kampf, diesen Ausdauerkampf gegen Niantic nicht verlieren. Als ich Samstag auf Potrot-Jagd gegangen bin, habe ich natürlich auch Shiny-Haspel ausgejagt nebenbei. Weil die sind halt so oft gespawnt. Und ja, ich hatte bis dahin nebenbei halt schon so viel angeklickt. Da dachte ich mir, hey, ich habe jetzt schon so viel angeklickt und die spawnen so häufig. Und wenn ich da jetzt noch ein bisschen mir Mühe gebe und da vermehrt auf Jagd gehe, dann muss doch irgendeiner kommen. Kam halt am letzten Tag nach sehr, sehr viel Arbeit. Was halt auch ein Grund ist, wieso ich eigentlich nicht so gerne Shinies jage, weil die Arbeit, die Mühe, die man sich reinsteckt, sieht man ja auch, wie gesagt, an den ganzen Kommentaren, ist nicht gleich dem, was man zurückbekommt. Stellt euch vor, zum Beispiel, ihr geht arbeiten, 40 Stunden die Woche und ist nicht sicher, was ihr am Ende für einen Lohn bekommt. Manche klicken ihr erstes an, es wird shiny und manche klicken 1000 an und es wird halt nicht shiny. Ja, und das, keine Ahnung, taugt mir halt nicht. Wie gesagt, in der Zeit habe ich oft gedacht, hey, ich mache lieber Arenen oder sowas. Und die nächsten Shinies oder die Shinies davor habe ich auch nicht wirklich gejagt. Hat sich jetzt halt mit dem Haspelgau jetzt so ergeben, weil zufällig auch noch Potrot und jetzt halt echt so häufig gespawnt und dann dachte ich mir, ja okay, ich habe jetzt schon so viele nebenbei angeklickt, ich zieh's halt durch. Also das ist halt so ein Gedanke von mir, ich weiß nicht, ob ein paar von euch den mit mir teilen. Es ging echt gar nicht um das Shiny an sich, sondern es ist echt so ein Ausdauerkampf gegen Niantic. Ich will nicht den kürzeren ziehen, ich will nicht kneifen, ich will nicht als erstes aufgeben. Aber um ehrlich zu sein, über das Shiny an sich habe ich mich gar nicht gefreut, sondern eher über den Sieg gegen Niantic. Dieses nicht aufgeben, immer weiter versuchen und weiter, bis man es halt irgendwann mal bekommt. Das ist so dieser Kampf. Man munkelt, dass Sichlor eine erhöhte Shiny-Chance haben soll. Es gibt ein Sichlor-Nest, vielleicht checke ich das ab, aber ich will jetzt eigentlich kein Shiny-Jäger werden. Ich mache da lieber meine Arenen, aber wenn sie sowas da gibt, wenn die echt so häufig spawnen, dann kann man hier ab und zu mal seine Chance nutzen. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Kleiner Sieg für mich gegen Niantic. Ich wollte einfach nicht aufgeben. Ich wollte diesen Hasen und ich habe ihn noch bekommen. War leidend, war vielleicht Zeitverschwendung. War eigentlich ziemliche Zeitverschwendung. Ich hätte echt lieber Arena in der Zeit gemacht oder EP oder was weiß ich. Aber das wird auf jeden Fall jetzt nicht für jedes Shiny passieren, dass ich so hart auf die Jagd gehe. Also das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr noch Shiny Haspelgau bekommen habt. Ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.